Welcome back, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück heute zur Königsdisziplin der Dividenden-ETFs. Und natürlich, wenn es um Dividenden geht, dann geht unser Blick rüber in die USA, über den großen Teich. Ich habe heute die drei besten US-Dividenden-ETFs, die aber gleichzeitig aus meiner Sicht auch die besten überhaupt sind, im Video heute dabei. Und die will ich besprechen, weil sie schon auch relativ unterschiedlich sind. Die drei stärksten Dividenden-ETFs, die ich überhaupt kenne, die schauen wir uns heute an. Und vergleichen sie natürlich auch mit dem S&P 500, dem breiten Markt in den USA. Weil man kann natürlich auch zu Recht sagen, warum brauche ich jetzt einen Dividenden-ETF? Ich könnte auch auf den breiten Markt in den USA setzen. Da profitiere ich ja auch von Dividenden und so weiter. Ich will aber nochmal sagen, dass ich das schon beeindruckend finde, dass in den USA der Fokus Dividenden und Aktienmarkt überhaupt, da sind die Amis nicht in allen, nicht in jeder Hinsicht, aber jetzt wirklich, wenn es um Aktien und Dividenden geht, ein so weites Stück nochmal voraus uns jetzt Europäern und Deutschen auch vor allem, Dividenden als Teil der Altersvorsorge zum Beispiel anzusehen. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und das merkt man auch in diesen Produkten, dass da so viel Geld reinfließt und dass die auch sehr, sehr erfolgreich sind. Das will ich nochmal sagen, dass uns das vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein Aufrütteln nochmal so im Kopf nochmal ist, wie wichtig Aktien an sich, aber auch Dividenden für später, für passives Einkommen einfach auch sein können. Und die Amis sind da ein Stück weiter als wir. Da können wir uns eine Scheibe davon abschneiden. Das will ich nochmal sagen. Wir schauen, wie gesagt, auf die drei besten, erfolgreichsten Dividenden-ETFs, warum ich sie auch so gerne mag und warum das eine durchaus legitime Ergänzung oder auch Strategie sein kann zu anderen ETFs oder zu Einzelaktien, je nachdem, was jeder halt eben auch für sich so auserkort als Strategie und als Vorliebe auch. Und das schauen wir uns heute an. Ich freue mich sehr auf das Video. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal, wer kennt die Dividenden-ETFs? Wer hat sie vielleicht im Depot? Und wer würde sich auch überlegen, mal so diese ETFs mal genauer anzuschauen? Weil ich finde ja nach wie vor, dass Dividenden-ETFs oftmals einen sehr schlechten Ruf haben, weil es auch einige sehr schlechte gibt. Aber es gibt eben auch sehr, sehr gut. Und das will ich heute beweisen. Daumen nach oben, kommentieren und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und jetzt gehen wir sofort rein in diese Vorstellung, in den großen US-Dividenden-ETF-Vergleich auf meinem Kanal heute. Let's go! Ja, und um welche ETFs geht es jetzt genau? Ich habe jetzt mal vier nebeneinander hier rausgesucht. Hier bei XTRA-ETF im Vergleich den Spider US Dividend Aristocrats, den größten und beliebtesten Dividenden-ETF überhaupt. Das ist so der Branchenprimus, an dem müssen sich die anderen eigentlich im Endeffekt ein bisschen messen. Dann haben wir den WisdomTree US Quality Dividend Growth ETF in der ausschüttenden Variante. Den gibt es auch thesaurierend. Ich habe jetzt natürlich die ausschüttende genommen als Dividenden-ETF. Dann haben wir den Fidelity US Quality Income ETF. Jeder, der mich ein bisschen besser kennt, der weiß, wo hier mein Favorit aktuell auch ist. Und dann gehen wir natürlich rüber auch auf den S&P 500, weil jeder von denen muss sich auch mit dem S&P 500 im Endeffekt ein bisschen vergleichen, weil, wie gesagt, man kann auch als Argument auswählen, gehe ich doch gleich auf die 500 stärksten US-Unternehmen, da habe ich auch Dividenden mit dabei und auch eine sehr, sehr schöne Kursperformance. Der breite Markt, der eben nicht nur auf Dividenden setzt, sondern eben auch auf Wachstumstitel, die keine Dividende zahlen, wie eine Tesla, eine Alphabet und so weiter. Das haben wir im S&P 500. Die vier vergleichen wir. Wir schauen uns mal ganz kurz, weil es schon auch wichtig ist, aber nicht zu lange, sonst wird es ein bisschen sehr, sehr faktenlastig und das will ich jetzt nicht, aber man sollte schon wissen, warum diese beiden Dividenden-ETFs jetzt vor allem von Fidelity und WisdomTree so spannend auch sind, weil sie eben nicht nur auf eine hohe Dividendenrendite schauen, da gibt ja einige Dividenden-ETFs, die das nur so machen, sondern sie haben auch Qualitätsfaktoren in ihrem Auswahlkriterium, in ihrem Screening mit dabei. Es geht jetzt in dem Fall beim Fidelity eben auch um den Cashflow der Unternehmen. Die Unternehmen müssen einen guten Cashflow haben, weil der Cashflow ist ja eben auch dafür da, dass wir gute Dividenden bekommen auch, ne? Dass ein Unternehmen sich leisten kann, Dividenden zu zahlen. Und wenn jetzt ein Index darauf Wert legt, dass es auch einen positiven natürlich einen guten Cashflow hat, dass die Cashflow-Stabilität auch hoch ist, die Eigenkapitalrendite und so weiter, dann ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der damit einfließt in die Auswahl der Unternehmen, die in diesen Index kommen. Und das macht Fidelity und WisdomTree eben auch. Das machen sie sehr clever. Es geht eben nicht nur um die Höhe der Dividenden, sondern es geht auch um wichtige Qualitätsfaktoren, auch um Wachstumsfaktoren. Sie haben auch ein ESG-Screening dabei, also auch um Nachhaltigkeitsfaktoren. Ganz, ganz wichtig. Ich finde den Ansatz sehr, sehr schön und interessant. Man kann auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist ein bisschen übertrieben, weil man dann wirklich auch viele Unternehmen außen vor lässt, die vielleicht nicht reinkommen würden. Aber
Wir schauen mal drauf, was es für die Performance eben auch bedeutet. Schaffen es diese ETFs auch mit dem S&P 500 zum Beispiel mitzuhalten? Das ist jetzt hier in dem Fall jetzt der Fidelity. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, verlinke ich euch alles. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass es eben um viele Faktoren geht, nicht nur um die Dividendenrendite. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Wir haben zum Beispiel auch einen Punkt der Schulden. Die Unternehmen dürfen nicht hoch verschuldet sein zum Beispiel. Das ist schon alles sehr, sehr cool, weil man sich wirklich Qualitätsunternehmen dadurch mit ins Depot nimmt. Beim Wisdom Tree ist es ähnlich. Da gibt es auch die Kriterien. Es geht um zwei Faktoren, Qualität und Dynamik eben auch. Und eben die ESG-Kriterien. Sieht man hier auch nochmal besser, worauf sie wirklich nochmal speziell den Fokus legen. Bei Wisdom Tree ist es ein bisschen unterschiedlich, aber im Endeffekt, der Fokus ist derselbe. Qualität muss mit dabei sein bei Wisdom Tree und bei Fidelity. Verlinke ich euch alles unten nochmal, damit ihr euch das nochmal genau anschauen könnt. Und jetzt könnt ihr natürlich zu Recht sagen, ja, was ist jetzt mit dem Spider? Was ist mit dem beliebtesten Dividenden-ETF? Und da, ja, könnt ihr vielleicht schon so eine kleine Kritik heraushören. Es geht natürlich in erster Linie auch um die Höhe der Dividendenrendite. Aber der gute Punkt ist eben beim Spider US Dividend Aristocrats. Aristokraten ist ja normalerweise 25 Jahre am Stück, muss ein Unternehmen die Dividende gesteigert haben, dann ist es ein Dividendenaristokrat. Beim Spider zählen 20 Jahre am Stück. Das ist schon auch ein Qualitätsfaktor. Die Unternehmen, die in diesem Index sind, die müssen 20 Jahre am Stück jedes Jahr die Dividende erhöht haben. Das ist schon auch ein Qualitätsmerkmal. Schon sehr, sehr cool. Und eben aus dem S&P Composite 1500 Index. Wird aber auch gewichtet dann nach Höhe der Dividendenrendite eben auch. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht so ausführlich, wie es die anderen beiden ETFs machen, aber es geht eben um diese Kontinuität der Dividenden. Darauf würde ich sagen, liegt dieser Index vor allem eben Wert. Interessant ist aber auch, dass dadurch völlig andere Unternehmen in die Gewichtung kommen oder in diesen Index als jetzt bei den anderen zum Beispiel. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Mir war nur wichtig zu sagen, wie diese Auswahlkriterien des Indexes am Anfang so sind, damit ihr auch so einen kleinen Einblick habt, jeder von euch, der das noch nicht weiß. Wir schauen jetzt drauf und jetzt wird es ganz, ganz spannend. Wir schauen auf die Performance in der Vergangenheit. Wir können jetzt hier den längstmöglichen Zeitraum wählen von November 2019 bis Dezember, bis zum aktuellen Tag 2023. Im Endeffekt sind das jetzt 4 Jahre, die wir vergleichen können, weil eben einige von diesen ETFs noch nicht so lange auf dem Markt sind. Und wir schauen drauf, wir haben im blauen den Vanguard S&P 500, orange ist der US Dividend Aristocrats, rot ist der Wisdom Tree und lila ist es jetzt genau, der Fidelity US Quality Income ETF. Ganz an der Spitze, seit dem längstmöglichen Vergleich, ist der S&P 500. Eine sehr, sehr beeindruckende Performance. Innerhalb dieser 4 Jahre eine Total Return Performance von 60% geschafft, der S&P 500. Danach kommt der Wisdom Tree US Quality Dividend Growth ETF. Dann haben wir den Fidelity US Quality Income ETF, ungefähr 10% dahinter. Und am Schluss kommt der Spider US Dividend Aristocrats, der wirklich auch deutlich zurückfällt gegenüber den anderen 3 ETFs. Man muss dazu sagen, der S&P 500 läuft am stärksten. Aber klar, da ist auch das Argument immer, das zählt. Da haben wir eben nicht nur Dividendenzahler mit im Boot, sondern eben auch alles Mögliche. Wie gesagt, ein Tesla, eine Alphabet, eine Amazon oder auch kleinere Wachstumstitel, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel ausmachen, aber im Endeffekt halt einfach alle Wachstumstitel, die eben auch keine Dividende zahlen. Und das ist halt der Vorteil gegenüber einem gegenüber den Dividenden-ETFs natürlich. Ne? Muss man auch, darf man nicht vergessen. Aber jetzt über den Seitvergleich längstmöglichen Zeitraum schaffen es die beiden Dividenden-ETFs nicht, stärker zu sein als der S&P 500 oder gleich zu laufen. Aber sie kommen schon sehr nah ran, muss ich sagen. Also das darf man auch wirklich, sollte man schon auch honorieren, dass sie es eben trotzdem schaffen, eine sehr gute Performance abzuräumen. Nicht ganz so gut wie der breite Markt, aber schon sehr, sehr gut. Es geht aber auch am Ende nicht nur um Performance, vor allem bei Dividenden-ETFs. Es geht natürlich auch um das Dividendenwachstum. Das schauen wir uns später natürlich auch an, weil das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum man überhaupt auf Dividenden-ETFs setzen sollte. Aber wir schauen mal aufs laufende Jahr, da wird aber die Verteilung ähnlich sein. Da haben wir auch den S&P 500 vorne mit 20%, dann haben wir 12% mit dem Wisdom Tree, auch 12% der Fidelity und im Minus sogar der US Dividend Aristocrats. Da sehen wir auch, dieser, werden wir gleich sehen, der hat nicht so viel Tech-Ansatz mit dabei, deswegen lief der in diesem Jahr einfach auch nicht so gut. Trotzdem muss man auch deutlich sagen, der US Dividend Aristocrats, der beliebteste Dividenden-ETF, fällt insgesamt schon ziemlich zurück. Das muss man auch einfach ganz nüchtern betrachtet
festhalten. So, jetzt gehen wir mal runter. Wir schauen uns nachher nämlich nochmal die nackten Zahlen an, wo man es noch ein bisschen deutlicher sehen kann alles. Wir schauen auf die Basisinformationen. Wir haben also links den Spider, dann den Wisdom Tree, Fidelity und Vanguard, den S&P 500. Wir haben also im Endeffekt alle, genau, sind alle vier ausschüttend. Die Total Expense Ratio, die Kostenquote beim Spider ist bei 0,35, dann beim Wisdom Tree 0,33, bisschen günstiger, dann kommt der Fidelity, upsala Mikro, 0,25% beim Fidelity und 0,07% beim S&P 500. Also natürlich der günstigste überhaupt, der S&P 500. Übrigens auch in seiner Tracking Difference macht er eine unglaublich gute Figur. Na, da holt man sogar im Endeffekt noch ein bisschen was mit rein. Wahnsinn. Durch diese gute Abbildung gegenüber dem Index, dem S&P 500 Index, sehr, sehr stark. Der Fidelity macht aber auch eine gute Figur gegenüber seinem Index. Also die vier jetzt untereinander zu vergleichen, wäre jetzt Quatsch, weil die andere Indizes im Hintergrund ja haben. Aber man sieht einfach ganz gut, wie gut schlagen sich die ETFs gegenüber ihrem Vergleichsindex. Und da macht eben der S&P eine sehr gute Figur, der Fidelity eben auch. Und der Spider auch, muss ich sagen, der Wisdom Tree in dem Fall die schlechteste Figur. Das Fondsvolumen ist bei 3,5 Milliarden beim US Dividend Aristocrats. Wahnsinn, wie groß der ist. Also als Dividenden-ETF, ne? Stark. 63 Millionen, der kleinste ist der Wisdom Tree. Da kommt aber auch die ausschüttende, die thesaurierende Variante kommt mit on top eigentlich. Die gibt es ja auch. Müsste man in dem Fall eigentlich zusammenrechnen. Aber wird mit Sicherheit der kleinste ETF vom Vorvolumen sein. Dann haben wir den Fidelity, der geht schnurstracks auf die 1 Milliarde zu. Also richtig stark auch, wie ich finde, zu Recht. Also sehr, sehr beliebt aktuell. Und natürlich mit 33 Milliarden der S&P 500. Alles in US-Dollar gehalten. Physisch, physisch, physisch und physisch. Wir haben zweimal optimiert, zweimal vollständig. Also der Spider optimiert sein Sampling, der Wisdom Tree auch. Da werden also nicht alle Positionen wirklich gekauft, sondern nur die großen werden wirklich in diesen Basket gekauft, in den ETF, und die kleineren werden weggelassen oder dazu gerechnet im Endeffekt. Und vollständig haben wir hier beim Fidelity und beim S&P 500 ist nochmal die schönere Variante, weil du wirklich weißt, okay, alle Unternehmen, die im S&P 500 sind, werden auch genau da in diesen ETF auch gekauft, so, ne, in der Gewichtung. Finde ich auch nochmal cool, und beim Fidelity eben auch. Das ist nochmal ein bisschen schöner, aber sollte am Ende jetzt vielleicht nicht dieser ganz, ganz krass ausschlaggebende Punkt sein, aber ist gut für den Hinterkopf. Das Auflagedatum ist 2011. Der Spider US Dividend Aristocrats ist schon echt alt, muss man sagen, also dieser ETF jetzt. Dann der Wisdom Tree 2016, Fidelity 2017, also der jüngste jetzt in dem Vergleich, und der S&P 500 von Vanguard seit 2012. So, und jetzt kommt nochmal die Wertentwicklung in den Zahlen. Wir schauen mal auf das laufende Jahr, haben wir gesagt, der Spider ist hinten sogar, ist sogar ein Minus. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet, dass der ein Minus ist. Aber okay, es lief halt auch Tech vor allem gut. Dann haben wir 12% der der Wisdom Tree, 12% Fidelity und 20% schon in diesem Jahr der S&P 500. Gehen wir mal auf 3 Jahre. 11% im Schnitt der US Dividend Aristocrats Spider, 13% im Schnitt bei 3 Jahren der Wisdom Tree, auch 13%, ein bisschen schlechter der Fidelity, und dann der S&P 500 auch mit 13%, ungefähr gleich gegenüber dem Fidelity, da sind sie ähnlich. Der Spider fällt ein bisschen ab. Wir gehen auf 5 Jahre, 8,8, sagen wir mal 9% im Schnitt der Spider, dann haben wir 13,7 der Wisdom Tree, auch 13,7 im Schnitt jedes Jahr der Fidelity und 14, über 14, fast 15 schon der S&P 500. Machen wir mal den längstmöglichen Vergleich. Ja, da fällt leider der Fidelity raus. Wir schauen beim 7 Jahre, je länger es zurückgeht, muss ich sagen, jetzt hier, nee, da schließt er wieder auf. Aber bei 7 Jahren im Schnitt hat der US Dividend Aristocrats jetzt nicht so eine starke Figur, muss ich sagen. Da wäre schon, wenn du jetzt auf den S&P hast, du mal 5% jedes Jahr mehr im Schnitt gemacht. Oder auch beim Wisdom Tree, ne? Da fällt er schon merklich ab. Also 7,4% innerhalb der letzten 7 Jahre beim Aristocrats, dann 12% stark beim Wisdom Tree und auch 12% beim S&P 500. Und der längstmögliche Vergleich, da sind noch zwei dabei, 10 Jahre im Schnitt, der Spider, ne? Also der Aristocrats, 11,3%, das ist auch stark, aber der S&P 500 bei 14%. Also das ist schon eine Outperformance im Jahr, jedes Jahr im Schnitt. Wir haben die Gesamtperformance 278%, 10 Jahre der S&P 500 und 192% des Spider US Dividend Aristocrats. Da muss man sich dann schon fragen, was macht jetzt mehr Sinn, auf diesen Dividenden-ETF zu setzen oder gleich auf den S&P 500? Schau mal auf die Dividendenrendite gleich und auf das Dividendenwachstum. Aber das geht schon deutlich auseinander, muss man sagen, die Performance. Was aber auffällt, der Wisdom Tree hält sehr, sehr gut mit, der Fidelity auch. Beim Fidelity können wir leider nicht so lange mit vergleichen. Aber die beiden hier
können mit dem S&P 500 zumindest annähernd mithalten. Das finde ich schon wirklich beeindruckend, dass sie das schaffen. Wie gesagt, auch obwohl sie keine Dividenden, obwohl sie nur Dividendentitel im Portfolio haben. Das ist schon auch beeindruckend. Aber es fällt deutlich auf, der Spider fällt zurück, auf jeden Fall mit 10 Jahren im Schnitt 11,32%. Wärst du besser gelaufen im Schnitt als der MSCI World, das ist auch klar. Aber setzt da eben den Faktor nur USA. Und da ist der S&P 500 schon deutlich stärker gelaufen, muss man sagen. Aber das schon mal als Einschätzung ganz interessant zu sehen. Der Vergleich der Performance in nackten Zahlen. Jetzt gehen wir mal auf die Ausschüttung. Es geht ja um Dividenden-ETFs. Ne? Wir wollen natürlich eine schöne Ausschüttung sehen. Wir haben beim Spider 2,30. Das ist die Prognose für dieses Jahr. Das ist relativ eine schöne Ausschüttung, muss ich sagen. Dann haben wir WisdomTree US Quality Dividend bei 1,35. Relativ wenig. Dann haben wir beim Fidelity 2,20. Und beim S&P 500 1,24%. Also muss ich sagen, wer eine schöne Ausschüttung jetzt schon möchte, könnte sich natürlich den Spider anschauen oder den Fidelity. Für meinen Geschmack, weil wir gesehen haben, dass die Performance beim Fidelity so stärker ist, so viel stärker als beim Spider, würde jetzt meine Wahl in dem, wenn man jetzt nur auf diese Fakten geht, eher beim Fidelity, weil der natürlich eine schöne Ausschüttung hat, aber auch eine tolle Kursperformance. Jetzt müssen wir aber noch auf das Dividendenwachstum gleich schauen, ob es dann auch noch dahingehend auch das Plus für den Fidelity wäre. Aber wer damit klarkommt, dass die Ausschüttung noch nicht so hoch ist, der ist natürlich auch beim WisdomTree gut aufgehoben und beim S&P 500 natürlich auch. Die sind geringer, aber die wachsen trotzdem auch ganz schön im Dividendenwachstum. Spannend ist auch noch, der WisdomTree, es gibt ja weniger Dividenden-ETFs, die in diesem Monat ausschütten, im Januar oder in diesem Monat des Quartals, Januar, April, Juli, Oktober, ist, finde ich, eine schöne Alternative, weil man sonst eher so im zweiten oder eigentlich im dritten Monat des Quartals die meisten ETFs in der Ausschüttung eben auch hat. Finde ich eine willkommene Abwechslung hier von WisdomTree, was sie machen, den Januar, April, Juli und Oktober zu wählen. Finde ich relativ spannend, muss ich sagen. Das wäre auch wieder ein Hinblick für die Leute, die sagen, sie wollen jeden Monat eine Ausschüttung, kann man sich den WisdomTree natürlich auch anschauen. Ne? Das ist schon vielleicht ganz clever gewählt auch. Aber die meisten sind, wie gesagt, im dritten Monat des Quartals. Aber wir schauen mal drauf, welcher ETF schafft es im Vergleich zum Vorjahr, seine Ausschüttung zu erhöhen. Das schafft der Fidelity. In dem Fall nur 1 Cent, ist aber auch nicht so wenig, wenn man es prozentual sieht. Der S&P 500 schafft es auch. Der WisdomTree wird gleich landen, da gibt es kein Wachstum zum Vorjahr. Und der Dividend Aristocrats, der wird auch ein Wachstum hinlegen. Wir sehen, beim WisdomTree wird das Wachstum gleich bleiben, höchstwahrscheinlich. Das sehen wir jetzt hier in den Zahlen noch nicht, aber wenn die Zahlen nächstes Jahr aktualisiert sind, dann wird man das eben sehen. Wir sehen das Wachstum und wir schauen mal auf den längstmöglichen Vergleich, das ist 3 Jahre. Das Dividendenwachstum, das darf man nicht vernachlässigen, finde ich, bei Dividenden-ETFs, wo es eben natürlich auch um Dividendenwachstum gehen sollte. Wir haben ein 3-Jahres-Dividendenwachstum beim Spider von 7%. Dann haben wir beim WisdomTree nur, okay, Wahnsinn, das ist echt nicht viel, 3 Jahre 2,44%. Dann haben wir den Fidelity, den stärksten in diesem Vergleich, 9,35. Jedes Jahr die Dividende gesteigert, obwohl der Fidelity letztes Jahr kein gutes Jahr hatte. Da gab es ein 15-prozentiges, einen Rückgang des Dividendenwachstums und hat trotzdem ein unglaublich starkes Wachstum innerhalb der letzten 3 Jahre. Und wir haben ja gesehen, das wird auch wieder ein bisschen nach oben gehen, weil er es schafft, dieses Jahr die Dividende wieder zu steigern. Der S&P 500 schafft es starke 5% innerhalb der letzten 3 Jahre an Dividendenwachstum. Und da muss man sich schon fragen, okay, der WisdomTree schafft es jetzt nicht, das weiß ich nicht, woran das jetzt genau lag, aber der S&P 500 hat trotzdem auch ein gutes Dividendenwachstum. Das darf man nicht vergessen, bevor wir hier zu kritisch mit diesem S&P 500 umgehen sollten oder so, weil das jetzt ja nicht der Fokus auf Dividenden ist, aber trotzdem ein schönes Dividendenwachstum an den Tag legt, muss man schon sagen. Aber in diesem Vergleich ist ganz, ganz klar, auch wenn wir seit der Auflage, die sind natürlich jetzt verschieden aufgelegt worden, aber wenn wir jetzt jeden nur unabhängig betrachten würden, seit seiner Auflage, schafft es der Fidelity US Quality Income ETF, ein unglaublich schönes Dividendenwachstum an den Tag zu legen, obwohl es war noch wesentlich stärker letztes Jahr, weil wir hatten ja diesen Rückgang letztes Jahr. Wenn der jetzt weiterhin auch wieder besser läuft und jetzt wieder Wachstum zurückkommt, dann wird dieser Wert auch noch oben gehen. Also in diesem Bereich, finde ich, schlägt der Fidelity alle anderen. Und das ist eben auch der Grund, warum ich den so hype und auch immer feiere, weil der einerseits ein sehr, sehr schönes, eine schöne Kursperformance hat, aber eben auch eine verlockende Dividendenrendite, die nicht zu gering ist, aber trotzdem auch ein schönes Dividendenwachstum, finde ich, eine wunderschöne Kombination aus allem eigentlich.
Deswegen ist es im Endeffekt ja mein Favorit. Wer mich besser kennt, der weiß es ja. Sowas kann sich aber auch immer ändern. Der Wisdom Tree wird auch mal irgendwann aufholen, weil das kommt natürlich immer darauf an, welche Unternehmen dann mit rein gebalanced werden und so weiter. Das ist auch klar. Aber aktuell finde ich nach wie vor ist der Fidelity schon für meinen Geschmack sehr, sehr weit vorne. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, hey, seit der Auflage macht der S&P 500 eine wunderschöne Figur, wenn es ums Dividendenwachstum geht. Sehr, sehr beeindruckend. Der Spider ist okay, aber es ist echt nicht überragend, muss man auch dazu sagen. Der Wisdom Tree auch nicht. Es kann sich, wie gesagt, alles ändern, muss man auch ganz klar dazu sagen. Wir gehen auf die Zusammensetzung. Jetzt wird es nochmal spannend. Die Top 10 Holdings. 3M sehen wir hier vorne beim US Dividend. Ist halt ein Problem, wenn 3M mal nicht so geil läuft und die sind nicht gut gelaufen in den letzten Jahren, aber trotzdem aufgrund dieser Methodik, der Auswahlmethodik, da oben reingewählt werden, ne, aufgrund, also vom Algorithmus, dann hast du halt in der Performance ein Problem. Tolle Dividendenrendite, ja, ist schön. Aber halt eine Performance, die halt unter aller Sau ist, quasi mal hart gesagt. Realty Income, okay. Dann haben wir Target, Southern Company, Kenvue, T. Rowe Price. Das sind alles keine Wachstumsraketen im Kurswachstum, aber mit einer tollen Dividendenhistorie. Der Fokus beim US Dividend Aristocrats geht ganz klar natürlich auf die Dividende und die Dividendenrendite, auf die Historie. Bedeutet aber auch, da wird man im Endeffekt an Kursperformance ein bisschen verlieren. Da wird man ein bisschen im Endeffekt den Total Return verlieren. Für wen das aber klar geht, muss ich sagen, hey, dann ist es natürlich ein wunderbarer ETF. Und vielleicht, wenn man den auch als Ergänzung zu anderen Depot, also zu anderen ETFs nimmt, mal angenommen, du nimmst einen MSCI World und willst den noch ein bisschen aufpeppen mit einem Dividenden-ETF, dann kann so ein ETF natürlich Sinn machen, weil du dadurch nicht den Tech-Bereich pusht, sondern eher die Dividendenzahler pusht. Also das kann schon eine Idee sein. Ich würde das jetzt persönlich, wäre es jetzt nicht mein Ding, aber ich verstehe jedes Argument, wenn man sagt, ich will diesen Bereich, diesen dividendenstarken Bereich in den USA, den will ich nochmal zu einem MSCI World zum Beispiel pushen, dann kann das eine gute Wahl sein. Aber wer sagt, ich will ein bisschen mehr Wachstum, ich will USA nochmal mehr gewichten und Dividendenwachstum, der ist eher bei diesen beiden hier auch gut aufgehoben, weil wir eben den Fokus ganz klar auf Dividendenwachstum haben. Wenn wir zum Beispiel eine Apple, eine Microsoft anschauen, Microsoft oben gewichtet beim Wisdom Tree, fast 10% übrigens, ist schon viel. Apple bei 6%, 7% fast. Dann haben wir eine Broadcom, Johnson & Johnson beim Wisdom Tree. Procter & Gamble, Home Depot, Coca-Cola, Merck, United Health. Da würde mir auch, wie ich im letzten Video schon gezeigt habe, als ich die globalen Dividenden-ETFs vorgestellt habe, verlinke ich euch gerne nochmal, würde mir auch hier der Fidelity besser gefallen. Wir haben eine Eli Lilly mit dabei, eine Home Depot, eine Linde, eine App wie eine Visa. Die gefallen mir alle besser als hier drüben. Klar, da haben wir auch eine Home Depot dabei und eine Broadcom, die finde ich auch cool. Aber ansonsten, eine Johnson & Johnson wäre jetzt nicht ganz so mein Fall, eine Merck, okay, eine United Health ist auch stark, ja. Aber ich würde eher die hier mit in meine Top 10 wählen, als jetzt hier drüben. Aber sind trotzdem beide stark, das will ich jetzt gar nicht sagen. Wir gehen zum S&P 500 und wir sehen natürlich, dass der halt eine Amazon dabei hat, eine Alphabet, eine Meta, die alle sehr, sehr stark liefen, eine Berkshire, die keine Dividende zahlen. Das ist halt der Vorteil des S&P 500. Ist natürlich auch ein legitimer Grund zu sagen, hey, nehme ich doch nur den. Schönes Dividendenwachstum, schönes Kurswachstum und ich setze eben auch auf Wachstumstitel, die keine Dividende zahlen. Alles gut, alles ist möglich, ne? Nichts ist richtig, nichts ist falsch. Es kommt immer auf die eigene Strategie an. Da würde ich auch keinen kritisieren, der sagt, das eine ist besser als das andere. Nee, da höre ich mal gleich gar nicht mehr zu, weil es kommt immer drauf an. Es kommt wirklich immer auf euch an, das ist ganz klar. Aber ich will jetzt hier im Endeffekt alle Strategien vorstellen, weil jeder hat so seine Vorzüge. Wenn ich jetzt den Wisdom Tree und den Fidelity vergleichen würde, wäre meine Wahl aber klar der Fidelity, muss ich sagen. Obwohl der Wisdom Tree von der Performance her ein bisschen die Nase vorne hat insgesamt, ne? Mal auch sagen, aber das kann sich alles halt auch ändern, das ist auch klar. Wir gehen auf die Top-Regionen, ja gut, das ist klar, das ist alles USA. Wir gehen auf die Branchen, wie ist denn die Verteilung der Branche eigentlich? Wir haben im ersten, der Spider ist Industrie, Basiskonsum, Finanzen, Versorger, Gesundheit, Grundmaterialien, zyklischer Konsum. Wir sehen hier Tech mit nur 4% beim Spider. Das unterstreicht nochmal diese ganze Methodik dieses ETFs oder des Indizes, der halt ganz, ganz anders gewichtet und den Fokus ganz anders legt. Wir haben bei den anderen natürlich Tech ganz weit vorne, 32% beim Wisdom Tree. Ist vielleicht auch der Grund, warum der so stark in der Performance lief. Ich muss mal kurz Stopp machen, damit die Aufnahme nochmal weiterlaufen kann. Wir gehen weiter und zwar Tech habe ich ja gemeint, alle drei stark, 30% beim Wisdom Tree auch sehr, sehr stark. Gewichtet muss man natürlich mögen, weil wenn es eine Ergänzung zu einem MSCI World oder so ist, wenn man das machen wollen würde, dann würde man der Tech nochmal stärker gewichten, das ist auch klar. Dann haben wir beim Fidelity 25% Tech, wir haben 28%
S&P 500. Dann haben wir aber danach, im Endeffekt ist es eine ähnliche Verteilung wie im breiten Markt der USA bei den anderen beiden ETF. Wir haben Tech, Gesundheit, Basiskonsum, Industrie. Im Endeffekt eine ganz, ganz normale, ausgeglichene, gesunde Verteilung, wie ich sie in jedem, sage ich jetzt mal, Wachstums-ETF im Endeffekt auch sehe. Tech ist stark gewichtet, danach kommt aber auch Gesundheit, finde ich einfach auch wichtig. Ganz, ganz wichtiger Bereich Gesundheit, Finanzen, Basiskonsum und so weiter und so fort. Aber wir können festhalten, die drei hier, die vielleicht eher auf Wachstum getrimmt sind, so, unterscheiden sich schon stark zu diesem S&P, Entschuldigung, zum Spider US Dividend Aristocrats. Der fällt wirklich ganz, ganz aus dieser Fahrbahn hier raus. Sehr, sehr spannend. Die Diversifikation, wie stark sind die denn so konzentriert, die ETFs? Wir haben 121 Titel beim US Dividend Aristocrats. Genau, kommt natürlich mit Sicherheit darauf an, wer kommt denn gerade in diese Auswahl mit rein, 20 Jahre am Stück Dividende gezahlt und so weiter. Dann haben wir 285 beim WisdomTree US Quality Dividend, dann 119 Aktien im Fidelity, der ist wieder so ein bisschen konzentrierter, und 506, also 500 im Vanguard S&P 500. Der wäre jetzt in dem Fall der breit gestreuteste, der marktbreite ETF in den USA. Und danach kommt der WisdomTree, dann Fidelity, und am konzentriertesten ist interessanterweise der Dividend Aristocrats. Dann haben wir 21% machen die Top 10 aus beim Aristocrats, 38, wir sehen auch, der ist am stärksten konzentriert, wenn es um die Top 10 geht, und auch beim Tech-Bereich haben wir auch gesehen, dann 25% Fidelity, 31% beim Vanguard. Der gefällt mir, der Fidelity und der Spider, natürlich gut, weil die Top 10 nicht ganz so viel ausmachen wie jetzt zum Beispiel beim WisdomTree. Das ist aber natürlich auch Geschmackssache am Ende des Tages so. Wir gehen auf die Basisdaten, und das ist auch nochmal spannend. Wie viel Geld fließt in diese ETFs mit rein? Wie beliebt sind die aktuell seit Jahresbeginn? 23% Abfluss der Assets under Management beim Dividend Aristocrats. Man sieht vielleicht auch, die Leute gehen eher so raus aus diesen typischen Dividendensektoren, so aus dem Basiskonsum- oder Versorgerbereich, sondern gehen eher in den Tech-Bereich rein. Interessanterweise aber nicht in den US, in den WisdomTree, sondern eher in den Fidelity und den S&P 500, die beide ziemlich guten Zulauf seit Anfang des Jahres haben. Warum jetzt der WisdomTree da einen Abfluss hat, das verstehe ich nicht ganz, weil der ja trotzdem ein guter Index ist, ne? Aber naja, also die anderen beiden profitieren aktuell auf jeden Fall sehr stark. Vielleicht, weil er ein bisschen teurer ist als der Fidelity, kann ich jetzt nicht genau sagen. Können mir gerne mal eure Meinung schreiben. Dann haben wir den maximalen Drawdown. Schauen wir mal da rein. Achso, nee, Moment, ich will die Kennzahlen, die Risikokennzahlen will ich sehen. Wir haben die Volatilität, ist bei allen, ist im Endeffekt ähnlich. Die Volatilität, interessant, beim S&P 500, der schwankt stärker. Das heißt auch hier, auch wie im letzten Video, macht sich ein bisschen deutlich, dass Dividendenzahler ja doch scheinbar ein bisschen stabiler sind als jetzt ein marktbreiter Index sozusagen, der auch mit die Wachstumstitel mit am Start hat. Der schwankt ein bisschen stärker als jetzt die Dividendenzahler. Am wenigsten volatil ist auf jeden Fall der Spider US Dividend Aristocrats, was aber, finde ich, auch nicht ganz verwunderlich ist. Und die anderen beiden so ein bisschen gleich auf, würde ich sagen. Am stärksten schwankt der S&P 500. Dann haben wir den maximalen Drawdown. Wie stark ging es denn nach unten? Interessanterweise haben die drei da aber wieder die Nase vorne. Beim letzten Crash nach unten, sage ich mal, beim maximalen Drawdown, also wo es mal wirklich stark nach unten ging, innerhalb des letzten Jahres ist es, glaube ich, sind 12%, fast 13% ging es runter beim US Dividend Aristocrats. Vielleicht auch durch diesen ganzen Basiskonsum, ja, der nicht so stark gelaufen ist aufgrund dieser ganzen Abnehmspritze und so weiter, ne? Das hatten wir ja schon öfter mal das Thema, vielleicht deswegen, weiß ich jetzt nicht. Aber da fällt auf, da haben die anderen drei eine sehr, sehr gute Figur gemacht, innerhalb des Zeitraums jetzt. Ich glaube, das ist von einem Jahr. Ja, gehe ich jetzt mal davon aus, ich weiß es nicht ganz genau, aber schon interessant aus. Interessant auch. So, das sind die wichtigen Sachen, und jetzt schauen wir nochmal am Ende. Die laufenden Kosten haben wir ja auch geklärt. Vielleicht auf die Marktkapitalisierung, wenn wir das jetzt noch angezeigt bekommen. Genau, das finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend eigentlich im Endeffekt, die Marktkapitalisierung. Und auch da hat der Spider US Dividend Aristocrats so ein bisschen, einfach bildet das so ein anderes Bild irgendwie ab, ne? Wir haben kaum sehr große Unternehmen, wir haben eher große, mittelgroße. Die anderen drei haben interessanterweise sehr stark auch die großen Unternehmen mit dabei. Dann auch ein paar große, aber weniger mittelgroße und keine kleine oder super kleine Unternehmen.
Da ist der Spider US Dividend Aristocrats, fährt einfach eine andere Schiene. Da geht es nicht um die großen anscheinend, die großen Unternehmen, sondern es geht natürlich um die Dividendenrendite. Und das ist anscheinend bei den großen und mittelgroßen Unternehmen eher gegeben als jetzt zum Beispiel bei den sehr großen. Da geht es vielleicht eher um Dividendenwachstum. Das fällt nochmal auf, wie unterschiedlich da diese Indizes eben auch aufgestellt sind. So, ne? Aber auch hier der S&P 500 wieder ähnlich gegenüber den Dividenden-ETFs. Was kann man jetzt als Fazit sagen? Blenden wir hier nochmal ganz kurz seit dem Vergleich an. Seit dem Vergleich eben ein. Für wen ist denn was jetzt geeignet? Ich kann im Endeffekt nur sagen, also ich finde, diese drei Dividenden-ETFs haben alle ihre Berechtigung, weil wir einerseits natürlich den Spider US Dividend Aristocrats haben. Wir haben hier eine sehr, 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 sehr schöne Kontinuität von Dividendenzahlern, die einfach mindestens 20 Jahre am Stück Dividende erhöht haben müssen. Und es kann, wie gesagt, eine schöne, schöne Ergänzung zu einem sehr tech-lastigen Depot sein, weil hier eben kein Fokus der Tech-Bereich ist, sondern einfach andere typische Dividendensektoren einfach da gefragt sind. Finanzen, Versorger, Basiskonsum, die du sonst vielleicht eher untergewichten würdest. Deswegen kann dieser ETF, der US Dividend Aristocrat, schon eine schöne Möglichkeit sein. Aber es geht auf Kosten der Performance insgesamt. Das muss man auch wirklich dazu sagen. Dann gibt es den Wisdom Tree, der auch eine schöne Ergänzung sein kann. Für mich wäre der Fidelity aber eigentlich die erste Wahl, weil er ein schöneres Dividendenwachstum aufweist und eine schönere Dividendenrendite hat. Die insgesamte Total Return Performance ist zwar beim Wisdom Tree stärker, der macht eine schöne Performance, aber wenn es mir nur um die Performance gehen würde, dann würde ich gleich auf den S&P 500 setzen, wenn ich nur die Performance sehe, weil der performt alle drei aus, der breite Markt S&P 500, wenn ich nicht den Fokus auf Dividenden habe. Aber der S&P 500 hat ja trotzdem ein schönes Dividendenwachstum. Ne? Es ist jetzt nicht überragend hoch, aber er hat ja auch nicht den Fokus auf Dividenden. Das ist vielleicht ein schöner Mittelweg, den man gehen kann. Man möchte auf die Wirtschaft der USA setzen, breit gestreut, auch eine Tesla mit dabei haben, aber trotzdem ein schönes Dividendenwachstum. Da würde ich auch sagen, ja, go for it. Jeder, der von euch den S&P 500 da einfach vorziehen würde, der hat auch seine Qualitäten, ist ja ganz klein, unglaublich starker, der wahrscheinlich bekannteste Index überhaupt auf der Welt, der S&P 500. Aber für meinen Geschmack ist der Fidelity US Quality Income ETF der beste Dividenden-ETF, den ich kenne, weil er, wie gesagt, eine schöne Dividendenrendite hat, ein tolles Dividendenwachstum, was ganz, ganz wenige Dividenden-ETFs an den Tag legen können und auch eine wirklich sehr, 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 sehr akzeptable Kursperformance insgesamt auch an den Tag legt. Und ich finde auch die Gewichtung in den Top 10 einfach sehr spannend. Die gefallen mir immer gut. Immer wenn ich auf diesen ETF schaue, gefallen sie mir sehr, sehr gut. Das sind Unternehmen, die ich theoretisch auch selber ins Depot kaufen würde. Deswegen wäre meine Wahl, wenn ich noch einen langen Anlagehorizont habe, wäre es der Fidelity. Wäre es der Fidelity, weil der einfach gut mithalten kann mit dem S&P. Nicht ganz so stark läuft, ist aber auch irgendwie klar, aber ein wunderschönes Dividendenwachstum aufweist und eben auch jetzt schon ein bisschen Dividende für uns ausschüttet. Das ist halt wäre meine Präferenz. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, welchen würdet ihr bevorzugen oder welchen habt ihr im Depot und sagt mir mal die Vor- und Nachteile. Vielleicht übersehe ich irgendwas, vielleicht bin ich auch mit dem einen zu kritisch, mit dem anderen eben nicht. Aber das wäre so meine Einschätzung der stärksten Dividenden-ETFs, die ich eben kenne. Und eben auch der, ja, mit Fokus auf dem stärksten Aktienmarkt überhaupt, die USA. Ein sehr, sehr spannender Vergleich, wie ich finde, und nochmal bringt so ein bisschen Licht nochmal ins Dunkel dieser ganzen US-Dividend-ETFs. ETF-Zone. Ne? Könnt mir wie gesagt gerne eure Meinung schreiben. Was haltet ihr davon? Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert wie gesagt gerne, welcher wäre euer Favorit oder wer sagt von euch, ey, Konsti, ganz ehrlich, ich setze lieber auf Einzelaktien. Dann kann ich mir das selber aussuchen. Kann ich natürlich absolut 100% nachvollziehen. Auch natürlich. Ich habe ja selber keinen ETF, aber ich verstehe jeden, der das in Betracht zieht, weil es kann eine schöne, schöne Möglichkeit sein, sich über Jahre, Jahrzehnte Cashflow, passives Einkommen an der Börse aufzubauen. Toll, also ganz, ganz toll, dass es solche ETFs eben auch gibt. Und da will ich auch nochmal WisdomTree und Fidelity nochmal loben, die einen neuen Weg gehen, ein bisschen mutiger sind als diese alten, eingesessenen Dividenden-ETFs, die man sonst so kennt, die einfach ja, mehr Faktoren mit in diesen ganzen Pool mit reinnehmen, diese Qualitätsfaktoren. Das finde ich ganz, ganz toll. Jetzt aber genug geredet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt einfach Aktien und ja, macht's gut und ciao, ciao.